Heute führt uns unsere Reise durch die Zoos Rumäniens weiter an der ukrainischen Grenze entlang. Keine 20 Kilometer von der Stadt Galați entfernt liegt der Zoo Gabor Vele. Schon in den 60ern gegründet, erinnert heute kaum noch etwas an den alten Zoo. Mehrfach wurde er um- und neu gebaut und war zeitweise über Jahre geschlossen. Im letzten Sanierungspaket wurden auf der Waldfläche knapp 3 Millionen Euro angelegt. Und das kann man an vielen Stellen gut sehen. Gerade die Wege und die Gartenanlage sind auf einem hohen Niveau. Vorbei an einem eher unscheinbaren Eingang startet der Zoobesuch direkt mit einem Highlight. Zwar gibt es nur Einblicke durch starke Gitterstangen, aber mit fast 4000 Quadratmetern erstreckt sich hier eine der weitläufigsten Tigerfreianlagen, die ich bisher auf meinen Zootouren sehen durfte. Bei unserem Besuch durchstreifte eine Amur-Tigerin das Freigehege alleine. Die Anlage ist abwechslungsreich gestaltet mit Waldbereichen, einem großen Wasserbecken und einer spannenden Topografie. Trotz der Weitläufigkeit kann man das Tier hier gut sehen. Neben der großen Anlage gibt es noch ein Vorgehege mit einem sehr niedrigen Zaun zur großen Anlage hin. Bei einer Großkatze definitiv eine optimistische Gehegeabsicherung. Gäbe es hier nur diese eine Tigerin, wäre an dieser Tigeranlage nichts auszusetzen. Leider lebten zu unserem Besuch drei Tiger in diesem Komplex. Das Tigerhaus wirkt sicher nicht schick, denn die Gehege sind wie typische zweckmäßige Anlagen hinter den Kulissen anderer Zoos angelegt. In Galați darf man durch die Fenster aber eben auch hinter die Kulissen schauen. Und wären es nur große Absperrgehege, so hätte man auch hier ein sehr modernes Raubtierhaus mit erstaunlich großen Innenunterkünften. Einen westeuropäischen Zoo mit solch großen Boxen kenne ich nicht. Durch den Umstand, dass der Zoo drei Tiger hält, die anscheinend unverträglich sind, müssen sich mehrere Tiere dauerhaft im Haus aufhalten. Und für eine dauerhafte Haltung ist es trotz drei sehr großer Innengehege nicht geeignet. Man kann nur hoffen, dass man die Tiere bald zusammenführen kann oder dass man eine Möglichkeit für weitere Außenbereiche schafft. Wesentlich besser stellt sich die Situation bei den Löwen in der zweiten Raubtierfreianlage dar. Über 4000 Quadratmeter werden hier von einem Löwenpärchen bewohnt. Das Außengehege kann in der Mitte geteilt werden und selbst dann sind es zwei sehr gute Löwenanlagen. Im unteren Gehegebereich gibt es einen großen Badeteich und im oberen Bereich steht ein Geländewagen als Ausguck für die Großkatzen. Das Löwenhaus ist dem Tigerhaus sehr ähnlich, verfügt jedoch über 7 geräumige Innengehege. Hier scheint alles zu passen. Naja, bis auf die Löwen selbst. Beide Tiere waren zwar sehr aktiv bei unserem Besuch, aber leider auch sehr übergewichtig. Eine Diät würde hier sicher helfen. Und ja, die Einblicke nur durch Gitter sind nicht die schönsten, aber so konnte der Platz für die Tiere optimal ausgenutzt werden. Insgesamt ein Gehege, das sich nicht vor anderen Anlagen in Europa verstecken muss. Neben den Löwen folgt eine ältere Raubtieranlage mit dem optimistischsten Zaun, den ich je für diese Art gesehen habe. Ohne Stromsicherung leben hier europäische Wölfe, mit einem Zaun, der bei weitem keine 2 Meter hoch ist. Das Gehege selbst ist aber sehr groß und dicht bewachsen, vielleicht haben die Tiere also gar keinen Grund, diesen Zaun herauszufordern. Und nun wird es kurios. Wir kommen nämlich zu einem Bau, der wirkt, als wäre er ein historisches Gebäude, das saniert wurde. Tatsächlich ist es aber ein Neubau für, und das erstaunt einen dann doch sehr, alle 4 Menschenaffenarten. Ja, hier sollten Gorilla, Orang-Utan, Schimpanse und Bonobo leben. Für jede Art eine große Kuppel mit Laufgang zu den Innengehegen im Haus. 500.000 Euro hat dieses Gebäude mit seinen Außengehegen gekostet. Und ihr merkt schon, ich sage hier, sollten Menschenaffen einziehen. Seit 2017 ist es mehr oder minder eine Bauruine. Denn als der Bau von Experten abgenommen wurde, wurden eklatante Mängel festgestellt. Weder mit Blick auf die Sicherheit noch mit Blick auf eine moderne Tierhaltung konnte das Menschenaffenhaus mit gutem Gewissen abgenommen werden. Die Affen, die allesamt aus der Niederlande stammen sollten, zogen nicht in den Zoo und das Haus blieb leer. Während es nun langsam verfällt, da generell Instandhaltung in Rumänien ein großes Problem ist, werden die Kuppeln im Außenbereich für andere Arten genutzt. Hier findet man also die wahrscheinlich sichersten Gehege für Emus, Wasserschildkröten, Zwergziegen und einen männlichen Karpatenhirsch. Der Hirsch hat dabei auch direkt den schlechtesten Bereich bekommen. Kein Witterungsschutz, morastiger Boden und auch sonst keine Rückzugsmöglichkeiten.
Der Zoo scheint zwar optimistisch zu sein, dass das Haus irgendwann einmal Affen beherbergen wird, aber bisher stehen die Zeichen dafür schlecht. Die Umbauten werden aktuell auf 100.000 Euro geschätzt, nichts, was der Zoo mal ebenso aufbringen könnte. Und mit jedem Jahr, das man warten muss, wird die Substanz des Gebäudes schlechter. Spannend geht es auch direkt neben dem Menschenaffenhaus weiter. Denn es wurde ab 2015 nicht als einziges Affenhaus gebaut. Zwei Türme dominieren das Haus für kleine Affen. Hier sollten anscheinend Gibbons und Cutters die Höhe voll ausnutzen. Doch auch hier kamen keine Affen nach der Fertigstellung. Welche Probleme genau dazu führten, dass hier nun keine Primaten zu sehen sind, ist leider unklar. Was aber offensichtlich ist, Pfaue und andere bodenbewohnende Vögel brauchen die Höhe nicht. Im Haus sieht man auch wieder, dass das Haus dringend renoviert bzw. instand gehalten werden müsste. In einem Brunnen leben Meerschweinchen und die Innengehege der Affen liegen brach. Wirklich schade bei einem Bau, der leicht eine moderne Affenanlage sein könnte. Es folgt der Haustierbereich, der sehr sicher aussieht. Der Zoo scheint, als viel investiert wurde, bereits an vielen Stellen die Grundlage für die Haltung von großen Raubtieren gelegt zu haben. Daher stehen um viele Gehege bereits die Masten. Jedoch sind diese nur mit Zäunen versehen, die für die aktuellen Bewohner ausreichen. Sicher ein komischer Look, aber es zeugt irgendwo auch von Weitsicht. Innerhalb der ersten dieser Anlagen findet man einen Haustierbereich für Pferde. Neben Ponys und Eseln leben hier auch Lipizzaner und Kaltblutpferde. Die Anlagen sind sehr zweckmäßig und die Hufe der Pferde sahen alle so aus, als könnte hier ein Hufschmied sich einige Tage aufhalten. Als Übergangslösung für eine zukünftige Raubtieranlage sicher eine schöne Idee, wenn auch nicht wirklich gut umgesetzt. Bevor man einen gewundenen Weg ins Tal heruntergeht, hat man einen ersten Einblick in den großen Huftierwald. In einem sehr weitläufigen Areal leben hier die verschiedensten Arten. Ziegen- und Schafsrassen, Mufflons, Karpatenhirsche, Wasserbüffel und viele weitere Tiere kann man hier entdecken. Der ganze Zoo liegt in einem wunderschönen Wald. Überall um einen herum kann man kleine Wildtiere entdecken und auch ganz ohne die Anlagen würde sich ein Besuch in diesem Areal lohnen. Im unteren Teil des Zoos finden sich noch zwei Anlagen für Wasserbüffel und Lamas, die auch wieder mit den großen Masten eingefriedet sind. Das sieht zwar weiterhin komisch aus, bietet aber auch eine gute Tierhaltung. Ab hier macht man sich dann wieder an den Aufstieg durch den Wald. Teilweise hat man gar nicht mehr das Gefühl, in einem Zoo zu sein. Wirklich ein schönes Gelände. Und dann, mitten im Wald, steht man vor einem Stück Geschichte des Zoos. Die alte Raubtiergalerie. Wo einst Löwe, Tiger, Wolf und Co. lebten, herrscht nun der Rost. Trotzdem war es spannend genug, die Gehege mal von innen anzuschauen. Man kann froh sein, dass heute kein Tier mehr so leben muss in diesem Zoo. Aber so ein Zeitzeugnis noch zu sehen, bevor es komplett verschwindet, ist schon etwas Besonderes. Weiter oben des Wegs gibt es zudem noch eine etwas modernisierte Kleinraubtieranlage, leider war der Bereich aber gesperrt. In einem Tal daneben liegt dann die neue Anlage der Braunbären. Diese ist leider nicht so weitläufig wie die von Tiger und Löwe, aber zählt trotzdem nicht zu den schlechtesten Gehegen für diese Art in einem europäischen Zoo. Eigentlich sollte die Anlage nur von einer Brücke einsehbar sein. Jedoch haben die Besucher sich Trampelpfade bis an das Gehege gebahnt und so sieht man die Tiere auch direkt auf Augenhöhe. Bei einigen der Bären konnte man noch an den Laufwegen erkennen, dass sie aus wesentlich schlechteren Haltungen stammen. Hier können sie aber durchaus ein bärengerechtes Leben führen. Neben den Bären war dann mal wieder ein Hund unterwegs, ein typisches Bild in Rumänien. Da er eine Ohrmarke hatte, gehe ich davon aus, dass er zum Zoo gehört. Vorbei an einer Schmetterlingsstatue kommt man nun in den letzten Teil des Parks. Hier gibt es ein weiteres Relikt des alten Zoos zu sehen, den alten Bärenzwinger. Heute leben hier Waschbären.
Im ganzen Zoo waren übrigens fleißige Arbeiter unterwegs, die die Parkanlage noch schöner machten. Generell war das Setting hier eher eine Aufbruchsstimmung, nur durch die Affenhäuser unterbrochen. Mit dem unteren Bereich der Löwenanlage im Rücken steht man vor einer alten Volierenreihe. Hier findet man verschiedene Tauben, Enten, Fasane und in sehr schlechten Käfigen auch Meerschweinchen und andere Kleintiere und sogar ein Reh. Auch hier ist klar, dass es sich um ein Relikt handelt. Dass man solche Anlagen aber weiter besetzen muss, finde ich schade, denn gleich nebenan zeigt der Zoo, wie ordentlich Volieren aussehen können. Die neue Großvoliere ist in verschiedene Bereiche unterteilt und hatte bei unserem Besuch einen interessanten Besatz. Denn in zwei abgetrennten Bereichen waren Zwergziegen, Alpakas und Mähnenspringer zu sehen. Dass solche Tiere meist nicht in Volieren gehalten werden, ist klar. Man muss aber auch sagen, dass der Bereich hinter den Volieren gesperrt war und diese Tiere sonst eher dort ihre Gehege haben. Den Löwenanteil der Voliere nutzen aber die Wasservögel. Wirklich doll besetzt war der Bereich aber nicht. Schwäne und Gänse konnte man entdecken, ein passender Besatz wie Ibisse und Löffler fehlte aber komplett. Damit kommt man dann auch wieder zum Ausgangspunkt des Rundgangs und hat vor sich eine Menge Baumaschinen. Zu unserem Besuch wurde der Besucherparkplatz gerade komplett modernisiert. Hier tut sich also definitiv was. Ein Fazit ist hier gar nicht so leicht zu ziehen, denn der Zoo hat sehr positive Seiten, aber eben nicht nur. Einen Besuch empfehle ich aber schon wegen der tollen Großkatzenanlagen und der wunderschönen Natur auf dem Gelände. Sollte man die Probleme mit den Affenhäusern in den Griff bekommen und sich noch von einigen Altlasten trennen, hat man hier bald eine Top-Adresse in Rumänien. Daher schaut ruhig mal rein. In der nächsten Folge geht es in den Botanischen Garten von Galați, der neben vielen Pflanzen auch ein Aquarium beherbergt. Ob diese Einrichtung etwas taugt und warum dort professionelle Kameras verboten sind, seht ihr beim nächsten Mal. Und denkt dran, bleibt wild!